Prag um 1400. Die Thesen des englischen Reformators John Wycliffe spalten den Lehrkörper der Prager Universität. Das ist alles, was von der Prager Universität, der einst so ruhmreichen, die Zeitläufte überdauert hat. Die Tafel erinnert an Johannes Hus, den zeitweiligen Rektor und Wegbereiter der ersten Reformation. Johannes Hus und eine Fraktion von Wycliffisten verbreiteten die Schriften Wycliffs und lehrten in seinem Sinn. Doch Hus ging weiter als seine akademischen Mitstreiter. 1402 ließ er sich zum Prediger in der Prager Bethlehemkirche bestellen. Ein Anhänger und Zeitgenosse von Hus? In seinen Predigten bekämpfte er hier standhaft Heuchelei, Pomp, Habsucht, Schwelgerei, Ämterkauf und andere Sünden des Klerus. Er predigte in tschechischer Sprache, worauf seine Gegner befanden, er wiegele das Volk auf. Die Anhänger, die Hus gewann, kamen aus allen Schichten und hörten es gern, dass die Seelenrettung auch kostenlos zu haben sei, ohne Ablässe und bezahlte Messen. Auch das kam bei allen gut an. Die Priesterschaft soll nur von Almosen leben. Der Adel vernahm mit Interesse, dass Hus die Güter der Kirche zur Disposition stellte. Da war offenbar etwas zu holen. 1410 gebot der Papst, Hus sei zu belangen, genauer einer der Päpste. Zuerst kommen die Bücher dran. Am 16. Juli 1410 lässt der Erzbischof 200 Schriften von Wycliffe verbrennen. Doch Hus und den Wycliffisten geschieht nichts. Die meisten Prager sympathisieren mit den Reformanhängern und König Wenzel beschützt sie aus politischen Gründen. Trotz Verbot predigt Hus weiter und wird exkommuniziert, aber seine Anhänger verhindern die Vollstreckung. 3 von ihnen werden hingerichtet. Es kommt zu Tumulten. Die politischen Karten werden neu gemischt, als in Prag Ablasshändler auftauchen und ihre Freibriefe vom Fegefeuer feilbieten. Der römische Papst plant nämlich einen Kreuzzug gegen den in Pisa. Mit dem Erlös aus dem Ablasshandel will er ein Heer anheuern. Hus sieht in dem Handel eine doppelte Schandtat und lässt es den König wissen. Der aber ist am Erlös des Ablasshandels beteiligt und entzieht ihm die schützende Hand. Noch einmal tritt Hus in der Bethlehemkirche auf. Und zwar ziemlich radikal. Er spricht dem Papst das Recht ab, Sünden zu vergeben, worauf sich auch Anhänger von ihm abwenden. So folgt er dem Befehl des Königs, Prag zu verlassen. Hus kommt bei Sympathisanten unter, die seine Thesen auch außerhalb Prags vernommen haben. Er verkündet sie weiter und besonders der niedere Adel ist von seiner Auslegung der Bibel angetan. Viele litten unter der Konkurrenz der steuerbefreiten Wirtschaftsbetriebe der Klöster und Stifte. Unmut herrschte im ganzen christlichen Abendland. Ständige Kriege sowie kirchliche und feudale Privilegien lähmten das Wirtschaftsleben und ruinierten ganze Schichten. Immer häufiger rebellierten Bauern und Handwerker gegen ihre Obrigkeit, sodass man höhererseits tatsächlich über Veränderungen nachzudenken begann. So kam es schließlich hier in Konstanz zu einem Konzil mit dem Auftrag, so wörtlich, eine Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. So schaute die abendländische Gesellschaft 1414 voller Hoffnung nach Konstanz, wo sich fast alles versammelte, was in Europa über Land und Leute gebot. Da oben an der Wand in Konstanz sind die hohen Herren und einiges Volk auch noch präsent.
Johannes Hus, der auch am Konzil teilnahm, wenn auch sehr passiv, ist nicht zu sehen. Das ist König Sigismund, der Hus freies Geleit zugesichert hatte. Konstanz hatte damals 6000 Einwohner. Beim Konzil mussten sie manchmal ebenso viele Gäste versorgen. Der kirchliche Adel repräsentierte kaum weniger Landbesitz als der weltliche. Eine Besucherliste? Papst Johannes mit 27 Kardinälen und 4 Patriarchen, 49 Erzbischöfen, 339 Bischöfen und 332 Äbten. Eine andere Chronik? Ebenso waren 28 Könige und weltliche Fürsten zugegen, ebenso 78 Grafen. Dazu kamen rund 3000 Beamte, Dienstmannen und Personal, damit es den hohen Herren an nichts fehle. Ebenso 516 Gaukler. Damit sie trotz aller politischen Ränke bei guter Laune blieben. Dazu, um triebhafte Übergriffe auf ehrbare Bürgerfrauen zu verhindern, 718 Dirnen und öffentliche Mädchen. Hier in der Bischofskirche sollten die hohen Herren ihrer Arbeit nachgehen, sprich die brennenden Probleme des Zeitalters lösen. Was die Kritiker für ein Hauptproblem hielten, den Ablasshandel und die ganze Kommerzialisierung des Heilswesens, wurde allerdings nicht verurteilt, sondern die Kritiker. So kam es, dass sich das Konzil im Wesentlichen mit dem Schisma, der Spaltung der Kirche, beschäftigte und mit Johannes Hus. Hier soll Hus bis zu seiner Verhaftung gewohnt haben. Hus war der Zitierung vor das Konzil gefolgt, obwohl ihm Freunde abgeraten hatten. Nach seiner Verhaftung legten führende böhmische Adlige beim König Protest ein. Der Pisaner Papst, Johannes der 23., verhält sich im Fall Hus eher zögerlich. 3 Monate fordert die Mehrheit des Konzils den Rücktritt aller 3 Päpste. Papst Johannes flieht, wird verhaftet und tritt unter Zwang zurück. Es wird eng für Hus. König Sigismund kündigt den Geleitbrief. Eine weitere Beschwerde böhmischer Adliger ändert seine Haltung nicht. Bei mehreren Verhören weigert sich Hus abzuschwören, ohne widerlegt worden zu sein. Am 6. Juli 1415 tritt das Konzil zu seiner 15. Sitzung zusammen und verurteilt 260 Artikel von Wycliffe. Damit ist auch Hus zur Strecke gebracht, der als Wycliffist gilt. Hier soll Hus gestanden haben, als er aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurde. Noch am gleichen Tag lässt der Vogt des Kaisers den Verfemten vor die Tore der Stadt führen. Die Richtstätte, laut strittigen Indizien lokaler Forscher. Ein Augenzeuge. Da nahm ihn der Henker und band ihn an den Pfahl, legte Stroh und Holz um ihn, schüttete Pech dazu und zündete es an. Die Asche wurde in den Rhein gestreut, um die Anhänger vollständig zu entmutigen. Genau das Gegenteil trat ein. In Prag und Böhmen herrscht die Ansicht vor, Hus sei zu Unrecht verbrannt worden. Entsprechend groß ist die Verbitterung. Weniger Bemittelte nutzen die Stimmung und stürmen zwecks Bereicherung die Häuser der altgläubigen Kleriker, was deren Exodus zur Folge hat. Die meisten Kirchen werden von hussitischen Priestern übernommen.